Ja, mein Name ist Nico Prehn, ich bin 18 Jahre alt und arbeite im dritten Lehrjahr bei der Mecklenburger Landtechnik in Tedrow. Ja, für mich war auf jeden Fall klar, einen technischen Beruf zu erlernen. Ja, so unter Landmaschinenmechatroniker konnte ich mir eigentlich im ersten gar nichts vorstellen. Ja, nach dem Abschluss der 10. Klasse habe ich dann ganz normal Bewerbung geschrieben und dann bin ich dann untergekommen hier bei der Mecklenburger Landtechnik in Tedrow. Diesen Jugendlichen geben wir jederzeit eine Möglichkeit, sich hier zu betätigen, sich auszuprobieren, um letztendlich daraus auch Fachkräfte und Auszubildende zu rekrutieren. Ja, mein Beruf gefällt mir sehr. Ich denke, dass nicht so viele in dem Beruf arbeiten, da sich die meisten wohl nicht vorstellen können, was diese Menschen wohl machen. Ja, man ist nicht nur in der Werkstatt. Also man schraubt nicht nur in der Werkstatt und macht Durchsichten und macht hier und da was. Man ist auch, was auch sehr cool ist, mal unterwegs. Man fährt auch mal direkt zum Kunden hin und macht dann die Fehlersuche vor Ort auf dem Acker. Sie werden im Rahmen der Ausbildung an Schlepper, an Traktoren, an landwirtschaftlichen Geräten herangeführt, die eigentlich den absolut neuesten Stand der Technik entsprechen. Ja, also was meinen weiteren Weg betrifft, denke ich, dass ich nach der Ausbildung, denke ich mal, ein duales Studium anfangen werde, da mein Betrieb, die MLT, nicht nur fordert, sondern sie fördert auch. Und ich denke, da habe ich sehr gute Chancen, mich weiterzubilden. Wir würden Nico auf jeden Fall nach Abschluss seiner Ausbildung und bestandener Gesellenprüfung dann gerne weiter fördern in den technischen Bereich, dass er gegebenenfalls ein duales Studium aufnimmt. Ja, bei der Werkstatt Live passiert Folgendes. Und zwar zeigen wir Leuten, wir stellen ihnen den Beruf Land- und Baumaschinenmechatroniker vor, indem wir einfach mal ein bisschen was vortouren. Wir werden an Traktoren schrauben, wir werden an eine Drillmaschine schrauben, an kleinen Geräten wie Motorsägen oder Laubgebläsen. Damit wird das Interesse an den Ausbildungsberufen und auch an der Technik geweckt und das wollen wir auch sehr hochhalten. Die Plattform, auf der wir uns bewegen während der Show, ist zwischen den Vorstellungen geöffnet und da kann jeder diese Plattform betreten. Und dann Leute, die dann dort vor Ort sind, Sachen fragen, die sie gerne fragen möchten. Werkstatt Live ist sehr anschaulich und dokumentativ wird es dargestellt. Es wird praxisnah auf der Agitechnica aufgeführt und vorgeführt. Also ich kann mich weiterbilden in dem Sinne, ich lerne mich selber gut zu verkaufen. Außerdem glaube ich, ist es eine richtig coole Erfahrung, denn da vor 200 Leuten denn da ein bisschen was zu schrauben. Also ich würde jedem Jugendlichen empfehlen, der einen technischen Beruf erlernen möchte, sich auf jeden Fall mal über den Beruf des Land- und Baumaschinenmechatronikers zu informieren. Da ich habe es auch nicht geglaubt und ich wusste auch nicht, was es ist so richtig. Aber jetzt, wo ich dabei bin, muss ich sagen, dass es wirklich eine sehr gute Entscheidung war.